Hallo und willkommen zurück zum Secret of Mana Let's Play. Die Reise geht weiter. Wir waren auf einem Luftschiff, haben den Mana-Samen zurückerobert und müssen jetzt zurück zum Wasserpalast, um ihn dahin zu bringen. Das wollen wir doch gleich mal machen. Ich würde sagen, wir nehmen da die Kanoni-Brüder zur Schnellreise. Ist dann ja wesentlich bequemer immer. Wenn ich das mal wieder finde. Ich laufe hier schon mal gerne immer dran vorbei. Zack. Ja. Ja. Dann komm her. So. Ich weiß, ich sag's in jeder Folge, aber die Wegfindung, die ist echt suboptimal. Geht's nicht weiter. Ist auch immer schwer zu erkennen, was da am Wasser ein Hindernis ist und was nicht. Zack, ist er tot. Das Pflanzen ist überhaupt schön auf Versuchen. Ihr müsst doch eigentlich wissen, dass ich schon wesentlich besser ausgestattet bin. Ich meine, es war hier runter, die Kanoni-Brüder, aber ich hoffe, ich vertue mich nicht. Zack. Also ein paar Erfahrungspunkte nebenbei mitzunehmen, schadet ihr auch nicht. Da ging es dann ja nach oben lang. Genau, so, jetzt sind wir hier. Links müsste der Wucherkrater sein. Komm her. Ich dachte, der wäre hier irgendwo. Sollte mir mal eine Karte ausdrucken und mir hier groß hinhängen. Ja, eine Schatzkiste, mal gucken, was drin ist. Naja, besser zu viel als eine Falle. Zack. Ich dürfte hier auf jeden Fall falsch sein. Aber das bin ich immerhin schon auf einem halben Weg falsch. Dann kann ich es auch noch schnell laufen. Und so ein paar Erfahrungspunkte. Die schaden ja nie. Ist ja nicht so, dass das hier eine Herausforderung wäre. Und außerdem sparen wir auch damit Gold. So kann man sich zumindest schön reden. Komm, Mädels. So, was war das? Pandoria, das müssen wir nach oben. Das kann ich mir immerhin merken. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften wir auch jetzt bald in einen Szenenwechsel geraten. Dass wir die Gebiete hier jetzt endgültig erforscht haben. Ich meine, gut, man sieht es auch an den Kollegen hier, dass sie keine große Herausforderung mehr sind. Ich will mal Mana-Drachen haben, womit man denn frei rumfliegen kann. Das würde so manchen Weg abkürzen. Ja, komm, Body. Unten, genau, brav. So. Quelldorf, Pandoria. So.
Weil wenn ich alles täuscht, müssen wir also ins Quelldorf rein, können wir ja nicht mehr. Und konsequenterweise ist das auch das ganze Spiel über. Ich weiß gar nicht mehr, als ich das Spiel damals durchgespielt habe, ob das dann immer noch so war. Oder ob man dann quasi ganz zum Schluss dann noch reinkam. Aber das zieht sich echt konsequent durch. Egal, ob man schon einigermaßen gut was gelöst hat und so. Du bist der Blödmann. Warum auch immer. Hey, ich rette die Welt. Oh. Hier ist ein bisschen was anders. Die Fische hier waren ja normalerweise nicht. Nicht, dass uns hier auch noch was erwartet. Na, komm her. Zack. Na, die sind aber nicht ganz so hart. Ach, da ist nur einer. Die Erfahrungspunkte nehmen wir noch mit. Sind nicht ganz so hart, als wir die zum ersten Mal getroffen haben. Da war das ja eher katastrophal und ist, sage ich mal, eher suboptimal gelaufen. Na, was ist das für einer? Das war so ein kleiner Dreizack. Wobei es eher wie eine Gabel aussieht, eine normale, zum Essen. Zack. Nicht, dass wir hier Probleme haben. Jetzt scheint irgendwas am Start zu sein, auf jeden Fall. Zack, tot und... Oh, eine Schatzkiste. Man kann nie wissen, was drin ist. Ist schon wieder Bonbon zu viel. Ja, ich hoffe immer so auf eine Walnuss ist das, glaube ich. Weil das ist quasi so eine Art Mana-Trank. Die konnte ich ja bisher noch nirgendwo kaufen. Aber die sind natürlich nicht gerade unwichtig. Ah, Waffenlevel gestiegen, sehr schön. Mal gucken, ob hier auch irgendwas los ist. Ist die Musik nicht sogar auch anders? Oder war die schon immer so? Oh. Aquaria! Rennt! Schnell weg! Wen haben wir denn da? Gestatten, ich bin Markus vom Imperium. Gib mir sofort den Samen und Aquaria muss sterben. Nein, tut es nicht! Was macht ihr? Aus Setting wegrennen. Ich wollte eigentlich kämpfen, aber Setting war es aus. Guter Junge. Endlich haben wir den Samen. Jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagt ihr nicht. Soll ich euch etwas Lustiges erzählen? Oh. Ich werde jetzt sterben. Hahaha, Jabberwocky. Ja. Mal gucken. Oh. Die Boldi brauchen Bonbon, würde ich sagen. So, sieht auch jemals nach einem Wassergegner aus, deswegen würde ich fast sagen, genau, er macht auch Wasserangriffe. Würde ich fast sagen, dass er hier schön Erdzauber, das war der falsche, ja. Bisschen mehr Turbo kann ja nicht schaden. So, dann kriegt er hier schön mal die Schlammbombe auf den Deckel. Und die Kira kann hier gerne mal eine Runde heilen. Der Jabberwocky haut ganz schön zu, muss ich sagen. Oh, nicht verkehrt schade. Ich glaube, dieser Turboantrieb wäre gar nicht so eine doofe Idee. So, noch eine Schlammbombe. Was hat er davon, wenn er sich uns in den Weg stellt? Ah, ein Kopf ist schon weg. Scheint ehrlich gesagt denn nicht so der schwerste Gegner zu sein. Will ich mal schauen, dass ich mit Mana etwas sparsam gebe. Wer weiß, ob da noch was kommt. Ja, das war nicht mehr so viel Schaden, okay. Gute Vorsätze, aber die werfen wir jetzt mal spontan über den Haufen. Einmal Heilzauber, wer... Oh, ich drücke hier die Taste, ihr hört es vielleicht. Ah, okay, zu spät. Ich habe es versucht, aber hey, wozu gibt es dir die Lebenswasser? Ja, das war's schon. Ich weiß gar nicht, ob das Quellwasser jetzt etwas unsinnig war oder nicht.
Wurden die jetzt belebt nach dem Boss? Automatisch? Na gut, egal. So viel Kohle kosten die Dinger jetzt auch nicht und wir haben ja momentan mehr als genug. Und weiter geht's. Also das war eher so die Kategorie zwischen Boss wie der Thrillboy in der letzten Folge. So richtig hart war es nicht. So, wollen wir mal gucken. Fürs erste haben wir die Truppen des Imperiums aufgehalten. Keines der Monster, das sie nach Pandoria geschickt haben, ist noch am Leben. Und das hier habe ich übrigens gefunden. Das müssen sie verloren haben. Peitschenopal. Ach ja, schön. Panda, die Zeit rennt uns davon. Ich werde nur schon einmal nach Hause gehen und dort nach den Rechten schauen. Denk dran, reaktiviere erst dein Schwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann ich ins Hochland befördern. Alles klar. Nutze das Schwert, um den Mana-Samen wieder zu versiegeln. Ja, müsst ihr mich nur durchlassen. Immerhin haben wir jetzt eine Zielangabe mit den Kanoni-Brüdern. Kraft des Samens erhalten. Also haben wir wirklich einen Szeneriewechsel. Den würde ich sagen, ich meine, dass ja der. Gehst du nicht raus? Hallo? Ich will hier raus? Okay. Habe ich jetzt gerade irgendwas übersehen oder so? Du musst unbedingt mit dem Wahrsager Luna reden. Bis später. Achso, oder war das jetzt doch quasi der Satz, den ich hätte einfangen müssen? Nee, auch nicht. Können wir mit Aquaria labern? Also groß andere Wege gibt es hier ja nicht. Dunkle Mächte sind hinter dem Mana-Samen her. Um sie zu besiegen, musst du zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste dieser Welt besuchst und dort die Mana-Samen mit dem Schwert berührst. Geh zunächst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Alles klar. Kann ich jetzt gehen? Naja. Die haben ja auch tolle Smalltalk-Skills. Du bleibst jetzt hier und redest mit mir. Kommst du nicht raus. Müssen wir mal im echten Leben machen. So, ich schließe jetzt hier ab. Du musst dich jetzt mit mir unterhalten. So, Quelldorf. Kurz zurück. Bäm, bäm. Genau, aber erst wollte man eine Runde pennen. Nicht, dass du wieder unerwartet einen Bosskampf trifft. Oder, okay. Das mit dem, mit ohne Mana war ja nicht, nicht zufällig. Das war der Boss in den Tempel. Jep. Naja, okay, nicht, aber es ist halt der Wucherkater. Da macht seinen Namen halt alle Ehre, ne? Ach, diese Schlafmusik ist auch so schön. Diese Musik in diesem Spiel ist echt faszinierend. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur an meinen nostalgischen Erinnerungen, ob es an denen liegt, aber da geht mir immer das Herz auf. Gibt es da eigentlich Remixe davon oder irgendwie sowas? Müsste ich echt mal recherchieren, glaube ich. So, yeah. Ah, guck mal an. Ist das Angebot hier gleich viel größer? Ist zwar der Wucherkater, aber hey. Boah, von den Walnuss für 1000, die kaufe ich nicht. Die ist doch etwas zu heftig. So dringend brauche ich die jetzt. Hoffe ich zumindest. Nicht. Der Ausgang war oben. So.
Gefahr, hungrige Goblins. Wo soll hier eigentlich ein Goblin sein? Ich sehe nur dieser Puschel und so weiter. Die Goblins waren ja eher im Zwergendorf, ne? So. Eine Karte ins Hochland, bitte. Hochland. Also von da zum Wasserpalast, das ist ja jetzt nicht so weit eigentlich. Geht durch den Vierjahreszeitenwald, um ins Hochland zu kommen. Auf in die Kanone. Alles klar, machen wir. Hui, boah, ist da viel Wald. Und dann landen wir irgendwo mittendrin. Ah, Zappler. Geh nur, Boldi. Du kennst dich hier besser aus, oder? Aua, ich bin auf meinem Kopf gelandet. Kopf? Du hast etwa die große Beule auf deinem Hals? Stimmt, die Boldi wollte ja ins Hochland, ne? Hört mal, das ist bestimmt die Brunftschrei eines Zapplermännchens. Blödsinn, er weint. Minusmonster haben sein Dorf überfallen. Och nö. Die sind doch so lieb. Ah, Berti. Hallo, ich muss einfach raus aus der Höhle, an die Luft. Ja. 1A. Welche Waffe soll erneuert werden? Frage natürlich, wie der es ohne Schmied jetzt machen will. Aber hey. Scheint ein talentierter Schmied zu sein, er braucht noch niemals einen Amboss. So, dann können wir wieder die Peitsche, dürfte jetzt wieder ordentlich besser sein. Können wir ja klassischerweise der Kira geben. Ich würde sagen, dann helfen wir mal den Zapplern. Und hau bei mir ihren Dorf zurück, oder? Turbo-Puschel. Das sind pinke Pogo-Puschel. Schönes Wetter heute, ja? Wie kann ich helfen? Hat er irgendwas Neues? Oh, Rüstungsteile. Federkappe, ach ja. So teuer ist die nicht. Nehmen wir mal mit. Noch etwas? Nee, Junge, bei dir nicht, bei dir nicht. Boah, ja, ich bin hier weg. Der hat ja auch irgendwie kein Feingefühl. Den Umblick labern, wenn ich den Gegner bei mir habe. So, Mützen aus da. 10 statt 3 Rüstung. Also das ist schon einiges. Ich finde übrigens, ich habe schon viele Rollenspiele gespielt. Aber dieses eindeutige System finde ich eigentlich klasse. Dass du nicht irgendwie komische 1000 Werte auf einer Rüstung hier irgendwie nur aufhalten. Also einfach zack, du hattest 3, du hast jetzt 10. Ist natürlich jetzt auch nicht so eindeutig, aber man sieht ganz klar, alles klar, das Ding ist auf jeden Fall besser. Das werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Ja, vorbei. Also wir scheinen mit unseren Leveln scheinbar eigentlich ganz gut dabei zu sein. Liegt vielleicht auch an der ein oder anderen Extra-Runde, die wir mal gelaufen sind. Das ist ja der vier Jahreszeiten weiter. Haben wir nämlich alle 4 Jahreszeiten. Wieder Nameschutzakt. Hier gerade ein Frühling. Das müsste hier wahrscheinlich der Sommer sein. Müssen wir mal auf der Suche nach dem Zappler-Dorf, damit die klein wieder zurück können. Ich schätze mal, wird uns wieder irgendein Zwischenboss erwarten. Ja, so die Gegner, die neuen hier, die gehen eigentlich. Ja, Level Up sogar. Das ist natürlich auch so klassische Computerspielmanie. Nach dem Motto, wir malen die Poco-Puschel anders an, zack, aber neue Gegnerart. Na gut, kann man ja auch verstehen. Die müssen natürlich auch ein bisschen Geld sparen, müssen nicht ständig neue Charaktermodelle aussuchen.
Vor allem, weil auch damals der Speicherplatz für auf den Modulen ja sehr beschränkt war. Ja. Das sieht nach Gegnern aus. Ich würde sagen, die verschwinden in die Erde. Also versuchen wir es mal hiermit. Genau, nehme ich mal Erdangriffe. Die hauen aber gut rein. Ich will erstmal in einen Licht kloppen. Geht der Zauber nicht durch? Ich werde auch kurze Zeit danach verwöhnt, das ist gar nicht so verkehrt hier. Ja, einer ist weg. So. Wodurch werden die benebelt, frage ich mich gerade. Ach, vielleicht weil die sich drehen und man sie dann quasi aufhält. Das kann natürlich sein, ne? Ich dachte, das wäre hier so eine Art Boss oder so. Aber anscheinend nicht. Na, komm her. Nicht so einfach zu treffen, die Kollegen, auf jeden Fall. Komm. Zack. Ja, das war's dann, oder? Ist hier noch irgendwo einer? Nö. Das war's schon. Ich dachte, wir müssen jetzt hier eine große Befreiungsaktion ausführen. Die Zapdackeln jetzt wieder zurück in ihr Dorf. Ich dachte, es erwartet uns jetzt ein Boss oder irgendwie sowas. Ha. Na jo. Ah. Schatztruhe. Als Dank wahrscheinlich. Wenn nicht, klaue ich es mir einfach. Klauenorb erhalten. Ach jo. Ah, noch eine. Axt. Oh, schön, Axt. Die Klaue finde ich so ein bisschen. Da war ich auch schon damals nicht so der Fan von. Weil die einfach so. Na gut, klar, Nahkampfwaffen sind alle. Aber da muss man ja noch näher dran. Und so viel Schaden macht die denn ja auch nicht, ne? Ich denke mal, ich krall mir gleich mal selbst die Axt. Jo, die macht auch etwas mehr Schaden. Mal gucken, was hat denn nochmal Boydi gerade für eine Waffe in der Hand? Die Lanze. Scheint auch das Effektivste für sie momentan zu sein. Ja gut. Dann soll sie die auch weiter benutzen. So. Es gibt jetzt den Trick. Wir müssen jetzt durch den Vierjahreszeitenwald. Das heißt, wir müssen jetzt hinter einem Baum versteckt. Die Jahreszeiten in der Reihenfolge ja der Jahreszeiten halt durchlaufen. Und zwar müssen wir halt im Frühling anfangen, Sommer und so weiter. Deswegen müssen wir gleich mal erstmal wieder zum Frühling zurück. Dieses Diddling ist sehr schön. Wer hat das Level abgeschafft? Kira. Ah, nein, ich glaube, das ist hier, dass sie kurz betäubt werden, weil die Boydi ja mit der Gaslanze kämpft. Ich schätze mal, die hat auch so einen Nebeneffekt dann. Ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Oh, habt ihr das gesehen? Da ist der Mana-Drache. Mit dem werden wir später Kumpels. Also diese Gas... Oh boah, die ist auch Level Up, sehr schön. Aber diese Gaslanze ist echt praktisch, ne? So. Ja, erledigen wir kurz, wenn er hier gerade rumlungert. So. Also wir sind jetzt im Frühling. Ich hoffe, das reicht, dass man nicht groß rumlaufen muss. Sommer. Ich meine, das würde jetzt im Quadrat gehen. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Zack. Ja. Oder nach rechts. Müssen wir mal gucken. Obwohl, der führt auch einen Weg hoch, oder? Man kann natürlich durchaus sein, was nicht unrealistisch wäre, dass ich das jetzt falsch im Kopf habe.
Hier sind wir eigentlich erstmal gefangen, ne? Fällt mir gerade so auf. Weil keine Uni-Brüder habe ich jetzt bisher wohl nicht gesehen. Guck mal. Das sieht dann nach Herbst aus. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt nach links gehen. Aber hier haben sie wenigstens die Gegner unterschiedlich gemacht. Diese Eulen hat man ja noch nicht. Die können bestimmt zaubern, wenn man sie lässt. Na, dann kommen wir her. Lebt sie noch? Schätze mal. Schätze mal, sie ist tot. Es müsste hier jetzt der Winter sein. Ja, sieht man. Sehr passend. Okay, Krabben im Winter. Da hätten sie vielleicht passendere Gegner nehmen können. Also Krabben kann ich mir nicht so im Winter vorstellen. Was sind doch hier Meerestiere? Die dürften doch bei solchen Temperaturen eigentlich eingehen, oder? Sehe ich das falsch? Obwohl, so Krabben in der Arktissee und so weiter gibt es ja schon, ne? Naja. Aber es ist nicht das, woran man denkt. So, Frühling. Das müsste ich so eigentlich haben, oder? Da müsste aber eigentlich so ein Jingle kommen. Ich kann ja zaubern. No. Komm mal her. Oh, ich bin hier tot. Ah. Dachte man mal kurz nicht auf seine Lebensenergie. Ja, können wir jetzt zum Glück Abhilfe schaffen. Ich muss sagen, diese Gasdanze ist echt praktisch. Ja. Zack. Nicht getroffen. Bleib auf dem Boot. Achso, 200 HP, das sieht schon ein bisschen besser aus, wenn da so eine 2 davor steht, ne? Waffenlevel gestiegen, sehr schön. So, es müsste eigentlich irgendein Jingle kommen, oder was? Ne. Ha. Aber ich bin auch die Jahreszeiten abgelaufen. Drehen wir mal noch eine Runde. Oder geht's doch hier weiter? Ah! Hier sind keine Uni-Brüder. Also war es definitiv ja im Frühling. Oder muss ich immer noch was Bestimmtes machen? Nee, ne? Zack. Ich hoffe jetzt, dass das die Kanoni-Brüder quasi die Reihenfolge nicht unterbrochen haben, aber denke ich mal nicht. Also Frühling, Sommer, Herbst. Vielleicht jetzt einfach hier mal oben lang gehen. Große andere Wege gibt es hier eigentlich auch gar nicht, ne? Naja. Vielleicht will er mich auch unbedingt zweimal gehen lassen, weil. Keine Ahnung. Weil er meinte, ich müsste noch etwas abnehmen oder irgend sowas. Ja, hier geht es auch nicht irgendwo lang. Also hier ist eindeutig, wo es lang geht. Oder muss ich eine Gegner? Also dieses Verwirrt ist relativ nervig. Ne? Das seht ihr, könnt ihr es natürlich jetzt nicht nachvollziehen, aber dadurch ist das Steuerkreuz quasi umgedreht. Wenn ich nach links steuere, läuft dann nach rechts und so weiter. Da muss man ja mal kurz, solange man benebelt ist, das etwas im Hinterkopf behalten. Aber eigentlich ist das eine ganz gute Idee, um so auch nicht nur den Charakter im Spiel quasi zu schwächen, sondern auch man selbst, ne? Level 17. Steigt hier richtig schnell im Level hier auf. Nicht schlecht. Da sieht man, dass das jetzt mit ungefähr
gleichleveligen Gegnern hier uns bekämpfen. Aber vom Schaden her geht's eigentlich. Vor allem, weil es auch nicht so diese Nervgegner sind, wie zum Beispiel diese Werwölfe mit diesem Ansturm, wo man irgendwie den dauerhaft umgeworfen war. Nein. Ist hier Weg? Nee. Sieht nur so aus. Ja, der verstärkt sich erstmal. Wieder ein Level Up hier. Ach, Waffenlevel. Naja. Normales Level Up wäre mir zwar etwas lieber gewesen, aber hey. Ah, kann aber mal ein. Ach, die ist gerade. Ist ja gerade betäubt. Ich wollte gerade sagen, den kann ja mal hier den Heilzauber üben. Naja, die erledige ich hier noch. Da. Wieder etwas knappig hier. So, und alle den Handzauber bitte. Wo ich gerade gesagt habe, dass die jetzt nicht so die große Herausforderung sind, ne? Okay, gut, aber in der Masse, klar. Das ist natürlich immer etwas anderes. Oh, komm, es könnte aber auch langsam mal sterben hier. Zack, genau. Ah, perfekt. Ich wollte gerade die Body heilen, aber dann hast du ein Level abgekriegt. Ist natürlich nicht verkehrt. Also das Kampfsystem allgemein, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Weil es nicht dieses statische Final Fantasy rundenhafte, wo man bei normalen Kämpfen auch noch diese Zufallskämpfe, boah, ich hasse es. Immer noch kein Dingelding hier. Hm. Eine Truhe. Bitte keine Falle, bitte keine Falle. Hm. Lachgas. Na komm, steh auf. Unten links ist ja hier noch ein Ausgang. Okay, mal austesten. Okay. Muss man hier irgendwie. Ja, muss man meist mit einem Angriffszauber drauf kloppen. Wenn man die richtige Taste drücken würde. So. Ja. Vielleicht der Wasserangriffszauber. Hm. Hier oben geht es nicht weiter. Na gut, wir sind ja erst mit der halben Stunde durch. Ich werde noch mal recherchieren, wie das genau geht. Aber es müsste eigentlich so gehen. Deswegen wundere ich mich etwas. Naja, aber dann geht's nochmal in der nächsten Folge richtig weiter. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.